Willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast, Heinrich August Winkler. Herr Winkler, Sie haben ein monumentales, darf man sagen, Werk verfasst, eigentlich in wenigen Jahren. 4.500 Seiten, 4 Bände über die Geschichte des Westens. Sie definieren den Westen durch eine Leitidee, sag ich mal. Darauf kommen wir gleich. Aber muss man nicht auch sagen, der Westen ist eigentlich Nordamerika und Europa und ist auch ein Macht- und Interessenkonglomerat? Das ganz gewiss auch. Der Westen, der lässt sich historisch wohl zurückführen auf das Europa der Westkirche. Das ist der ältere, der historische Begriff des Westens. Das heißt, jener Teil Europas, der über die Jahrhunderte hinweg sein geistliches Zentrum in Rom hatte, wo im Mittelalter eine ansatzweise Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt stattfand, gefolgt von einer Trennung von fürstlicher und ständischer Gewalt. Und damit beginnt jener Prozess der Gewaltenteilung, der grundlegend wurde für den Westen. Die moderne Gewaltenteilung, die Unterscheidung von gesetzgebender, vollziehender und rechtsprechender Gewalt, das ist eine Fortentwicklung der älteren Gewaltenteilungen. Und der moderne Westen, das ist der Westen der Ideen der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789. Das ist der Westen der Menschenrechte, der Gewaltenteilung, des Rechtsstaats, der Volkssouveränität, der repräsentativen Demokratie, das sind die Leitideen und das ist dann in der Tat eine transatlantische Koproduktion, wenn man so will, des späten 18. Jahrhunderts, aber auch Australien und Neuseeland sind diesem globalen Westen zuzurechnen. Der erste Band, der geht ja, sage ich mal, sozusagen von den Anfängen, den antiken oder fast vorantiken Anfängen, bis 1914, dann gibt es die beiden Weltkriege, dann gibt es den Kalten Krieg und im Grunde nach der letzte dicke Band von 91 bis heute, also etwas über 20 Jahre, hat das Volumen wie die anderen Bände. Und Sie haben ja, es umfasst die Zeit bis, sage ich mal, zum Herbst letzten Jahres. Hat man denn, was die gegenwärtige Entwicklung betrifft, eigentlich schon den Abstand dazu, die Distanz, um es wirklich einordnen zu können als Historiker? Nein, das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man sich mit der unmittelbaren Zeitgeschichte befasst. Die Quellen, die man für die früheren Epochen hat, die stehen da noch nicht zur Verfügung. Man ist im Urteil zwangsläufig subjektiver, vorläufiger, muss sich leichter noch korrigieren lassen, als wenn man über ältere Epochen urteilt. Verglichen mit den 3 Vorgängerbänden ist der vierte, der letzte Band, etwas schmaler ausgefallen. Wäre er mit dem dritten Band gekoppelt worden, dann wäre das ein ziemlich unhandliches Werk geworden von fast 2000 Seiten. Also ich hatte dadurch aber auch die Chance, etwas ausführlicher auf die jüngste Entwicklung im Jahre 2014 einzugehen, das ja vermutlich zu einem Epochenjahr werden wird im Rückblick. Mhm. Ja, darauf kommen wir auch gleich, wenn wir über 2014 reden. Ich will noch mal hervorheben, also Sie sprechen ja, was die Ideen betrifft, von Menschenrechten bis zur Gewaltteilung, von einem zunächst mal normativen Projekt und dann von einem normativen Prozess. Nun hat die Norm ist an sich, dass sie nicht immer das Normale ist. Die Norm ist nicht immer die Norm, sondern das Ideal wird ständig desavouiert. Das heißt, die Vorwürfe Dritter, von der islamischen Welt bis Russland bis China, anderer ist eigentlich, der Westen ist doppelzüngig. Er hat hehre Ideen und er hält sich nicht daran, wenn es seiner Interessenlage entspricht. Und das macht es schwer, die Menschen dort zu überzeugen. Ja, und der Westen tut gut daran, sich genau diesen Widerspruch zwischen hehren Versprechungen und einer oft sehr trüben Realität klarzumachen. Man kann, glaube ich, die Geschichte des transatlantischen oder auch globalen Westens seit dem späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart beschreiben, einmal als eine Geschichte von Kämpfen um die Aneignung oder Verwerfung dieser westlichen Werte im Westen selber.
Das ist eine Geschichte, zu der dann auch der deutsche Widerstand gegen die Ideen des Westens gehört. Man kann auch die friedlichen Revolutionen von 1989 als einen vorläufigen Schlusspunkt dieser innerwestlichen Kämpfe um die westlichen Werte bezeichnen. Aber die Geschichte des Westens ist eben immer auch eine Geschichte der brutalen Verstöße des Westens gegen seine eigenen Werte. Stichworte wären Sklaverei und Sklavenhandel. Einige der Unterzeichner der frühen Menschenrechtserklärung waren Sklavenbesitzer. Dann gehören dazu Kolonialismus und Imperialismus und Rassismus. Die Geschichte des Westens ist aber immer auch eine Geschichte der Selbstkritik und der Selbstkorrektur und insofern eine Geschichte von Lernprozessen. Und das macht dieses Projekt, das zum Prozess wird, so dynamisch, so widerspruchsvoll, aber glaubwürdig kann der Westen für seine Ideen nur werben, wenn er bereit ist, immer auch Selbstkritik zu üben und die eigenen Abweichungen von den Werten, die er einmal proklamiert hat, zum Thema zu machen. Vor einem Jahr, und deshalb habe ich eben schon so gefragt, gab es den Maidan in Kiew. Es gab eine Art Volkserhebung, die auch zwei Gesichter hatte. Einmal sehr demokratisch, idealistisch, Freiheit, aber auch mit anderen Elementen. Es gab eine so dramatische Entwicklung, dass es eine europäische Vermittlung gab. Der deutsche, der polnische, der französische Außenminister haben mit dem damaligen Präsidenten Janukowitsch eine Vereinbarung getroffen. Es sollte Neuwahlen allerdings erst gegen Ende des Jahres geben, vorher eine neue Verfassung, vorher eine Regierung der nationalen Einheit. Das war am nächsten Tag Makulatur. Janukowitsch floh, wurde abgesetzt, allerdings nicht mit verfassungsgemäßer Mehrheit, da fehlten 10 Stimmen. Das hat Russland wieder gesagt, da sieht man ja, wie das ist. Ja, da interessiert euch das nicht, die rechtliche Seite, in anderen Fragen seid ihr pingelig. Jetzt spekuliere ich mal, wäre die Geschichte vielleicht besser verlaufen, wenn die Vereinbarung seither, wenn die Vereinbarung in Kraft geblieben wäre? Vermutlich ja. Und das war ein sehr ehrenwerter und wohl auch ein sehr notwendiger Versuch der Außenminister des sogenannten Weimarer Dreiecks, ja. Paris, Frankreich, Polen, Berlin, Warschau. Ja. Ja, wenn denn die Bereitschaft bei den demonstrierenden Massen vorhanden gewesen wäre, den durch und durch korrupten Präsidenten Janukowitsch so lange noch auszuhalten. Mhm. Und das war nicht der Fall. Die Voraussetzung fehlte. Man kann von einer Mischung aus Revolution, aber auch mit putschartigen Mitteln sprechen, die zu diesem Ergebnis geführt hat. Es ist nun einmal so, dass Massen ein Recht haben, auch ihrer Empfindung Ausdruck zu verleihen. Und so war das auf dem Maidan. Dieses System war in der Tat so verdorben, so korrupt, dass man sich auch nicht wundern darf, dass die Kräfte, die auf Erneuerung, auf Demokratisierung, auf ein korrektes Regierungssystem im westlichen Sinne drängten, dass die nicht mehr bereit waren, Janukowitsch auszuhalten. Das ist die Ausgangssituation. Das alles, was die russische Regierung zu kritisieren hatte, reicht aber nicht aus, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. Nee, weder klar. Die Annexion der Krim noch das aggressive Vorgehen gegen die Ukraine im Osten des Landes. Ja. Das alles steht auf einer völlig anderen Ebene. Da geht es in der Tat um einen eklatanten Bruch des Völkerrechts und auch von spezifischen Versprechungen, die Russland der Ukraine gemacht hat. Etwa 1994 im Budapester Memorandum, mit dem die Ukraine auf Atomwaffen verzichtete, woraufhin die USA, Großbritannien und die Russische Föderation versprachen, wir respektieren die territoriale Integrität und nationale Souveränität der Ukraine. Ja, das ist völlig einleuchtend aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite gehöre ich zu den schrecklichen Relativierern, die zwischen der Krim und dem Osten der Ukraine doch noch etwas einen Unterschied machen. Auch diese zunächst Separation und Anschluss an Russland, also Annexion der Krim, war nicht nur völkerrechtswidrig, also die Volksabstimmung fand ja auch sozusagen unter der Aufsicht sowjetischer Militärs statt, also russischer, Entschuldigung. Also es darf ja schon keine Androhung von Waffengewalt geben. Auf der anderen Seite hat ein angesehenes amerikanisches Institut, das Pew-Institut, eine Erhebung dort durchgeführt,
im Mai vorigen Jahres, 90% haben gesagt, diese Volksabstimmung ist fair verlaufen. Und 90%, knapp 89%, haben gesagt, das sollten die anderen jetzt endlich anerkennen, dass die Krim zu Russland gehört. Wenn man also weiß, unabhängig von den ganzen anderen Aspekten, dass die überwiegende Mehrheit zu Russland will, dann kann man doch nicht ernsthaft annehmen, dass Russland das je wieder preisgibt, zumal es da dann noch sehr massive andere Interessen hat. Muss man eben nicht da unterscheiden und sich eingestehen, da kann man protestieren, aber die Krim wird nie wieder ukrainisch. Als Historiker, ich frage Sie jetzt als Historiker, nicht als, sag ich mal, Völkerrechtsunterstützer oder Bekenner. Zunächst einmal ist diese Abstimmung unter Umständen abgehalten worden, die sehr viele Elemente von Zwang enthielten. Das gilt schon für die Abstimmung im Regionalparlament der Krim. Da ist massiver Druck angewandt worden. Auch die Einschüchterung der Krim-Tataren gehört dazu, sodass das Ergebnis von vornherein kontaminiert war, sowohl was die Abstimmung im Parlament angeht, wie auch das sogenannte Referendum. Wenn das Beispiel Schule machen würde, dann könnte jede Großmacht in einem Gebiet, von dem sie behauptet, wir haben da ganz besondere ethnische und kulturelle Bindungen und das Gebiet untersteht unserer legitimen Einflusssphäre, da könnte jede Großmacht sämtliche Grenzen oder sehr viele Grenzen in Frage stellen. Das würde die ganze Nachkriegsordnung in Europa auf den Kopf stellen. In der Charta von Paris, einen Monat nach der deutschen Wiedervereinigung verabschiedet, im November 1990, haben alle 34 Mitgliedstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der KSZE, nicht nur das Prinzip Demokratie als gemeinsame Staatsform unterschrieben, sondern eben auch das Recht aller Mitgliedstaaten auf nationale Souveränität und territoriale Integrität. Dagegen hat Russland in einer Weise verstoßen, wie es das kein anderes Mal seit 1945 gegeben hat. Auf einer anderen Ebene steht die Frage, lässt sich das noch ändern? Die Vereinigten Staaten haben einen anderen Völkerrechtsbruch, nämlich die Annexion der baltischen Staaten 1940 durch die damalige Sowjetunion, nie anerkannt. Und dennoch mit der Sowjetunion kooperiert, nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch danach. Die westliche Position in Bezug auf die Annexion der Krim wird bleiben. Dies war ein Völkerrechtsbruch, den wir nicht anerkennen können. Die Situation in der Ostukraine ist in der Tat eine andere, denn hier geht es jetzt um eine fortschreitende Expansion auf einem Territorium, das eben nicht russisches Territorium, sondern ukrainisches Territorium ist. Und da wird der Westen gut daran tun, jedes weitere Fortschreiten in der falschen, nämlich völkerrechtswidrigen und aggressiven Richtung mit Gegenmaßnahmen zu beantworten, die angemessen sein müssen. Und der Westen hat bisher angemessen reagiert. Aber mit dieser Reaktion kann er es natürlich nicht wirklich ändern, mit Sanktionen. Die sind ja ein zweischneidiges Mittel, weiß man. Man hat nur keine andere Option. Ich habe in flammenden Kommentaren gelesen, das wäre ein Fehler gewesen, jede weitergehende Option, etwa eine militärische, sozusagen theoretische, auszuschließen. Mein Gefühl war aber, wenn man sie tatsächlich nicht hat, soll man sie auch nicht vortäuschen, weil man mit dem Feuer spielt. Niemand hat im Westen 2014 ernsthaft daran gedacht, mit militärischen Mitteln zu antworten. Man darf die Wirkung der Sanktionen, der wirtschaftlichen Sanktionen, nicht unterschätzen, aber sie sind nicht einmal der entscheidende Grund, weshalb sich Russland in einer schweren ökonomischen Krise Ölpreis befindet. Und so weiter. Die sinkenden Erdöl- und Erdgaspreise, dann die Kapitalflucht, der sinkende Rubelkurs, das alles bringt Putin in eine schwierige Lage und der Westen will nicht weitere Sanktionen verhängen, aber bis hin zur Aufkündigung des Kapitalverkehrsabkommens SWIFT
in Bezug auf russische Banken, hat der Westen noch einiges im Köcher. Mhm. Und er wird deutlich machen müssen, wir sind zu allen Formen der Zusammenarbeit bereit, wenn Russland seinerseits bereit ist, von diesem aggressiven Kurs abzulassen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann wissen wir auf angemessene Weise zu antworten. Und er wird deutlich machen müssen, was überhaupt nicht zur Debatte stehen kann, ist die Solidarität mit den Staaten, die dem Atlantischen Bündnis angehören. Da darf es keinen Zweifel geben. Ich glaube, den gibt es auch nicht. Ich glaube auch, den gab es nicht mal in Moskau. Ist es nicht trotzdem so gewesen, dass man als Historiker vielleicht nicht billigen kann, die russische Haltung, aber schon verstehen kann? Also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und für Putin ja wohl ein Trauma, auch wenn er nie gesagt hat, er will sie wiederherstellen. Aber lag Russland am Boden oder sank zu Boden? Und dies ist doch vor allem von Amerikanern, nicht nur um die Demokratie zu bringen, sondern auch wegen ihrer Wirtschaftsinteressen, sehr kaltblütig genutzt worden. Also in Georgien, die haben praktisch sagen, immer noch, Georgien soll in die NATO, sie haben einen zweiseitigen Vertrag etc. Herr Saakashvili hat Recht oder Unrecht den Krieg vom Zaun gebrochen, den er gar nicht gewinnen konnte, weil er sich offensichtlich durch die Amerikaner ermutigt fühlte, der damalige georgische Präsident, jetzt ein Berater von Herrn Poroschenko, wie ich lese. Also hat der Westen nicht verkannt, dass man zwar den Polen, den Balten zugestehen muss, dass sie in die NATO kommen, dass aber die Russen spätestens nervös werden, wenn ernsthaft über die Ukraine in die NATO diskutiert wird, ihr einziger Kriegshafen Sebastopol dann auf NATO-Gebiet. Und hat man nicht zumindest die in der Begleitmusik Fehler gemacht? Also wenn man sich auf den Maidan stellt als EU-Präsident wie Barroso und sagt, ihr müsst euch entscheiden zwischen Russland und dem Westen. Also wir haben doch auch ein bisschen angeheizt. Wir hätten ja auch sagen können, klar, ihr wollt und sollt frei sein, aber wir sehen uns auch als Vermittler ein bisschen. Wir wollen von vornherein auch Russland nicht vor den Kopf stoßen. Zunächst zu Georgien. Es ist sehr umstritten, wer da wen in eine Falle gelockt hat, aber manche spricht dafür, dass der damalige georgische Präsident Saakashvili auch in eine russische Falle gelaufen ist. Wie auch immer, es waren Deutschland und Frankreich, die dem damaligen amerikanischen Präsidenten George W. Bush widersprochen haben, als er die NATO-Mitgliedschaft als Perspektive aufzeigte und dies als wünschenswerte Entwicklung bezeichnete. Und da hat die NATO in der Tat dem amerikanischen Präsidenten widersprochen. Der Nachfolger von George W. Bush, Obama, hat klargemacht, dass er die Ukraine nicht in der NATO sieht. Also das war, glaube ich, auch für Putin klar erkennbar. Das ist eher ein Gespenst, mit dem man Propaganda machen kann, aber keine ernsthafte Entwicklung. Was die Osterweiterung des Atlantischen Bündnisses angeht, so waren es vor allem die Ost-, Mittel- und südosteuropäischen Staaten, die sich in den 90er Jahren durch die chaotische Entwicklung in Russland bedroht fühlten und die auf eine Mitgliedschaft im Atlantischen Bündnis drängten. Für die westlichen Demokratien war eines klar, es darf sich nicht wie nach dem Ersten Weltkrieg im sogenannten Zwischeneuropa, zwischen Deutschland und Russland, eine Zone der politischen, wirtschaftlichen, militärischen Instabilität entwickeln. Wir müssen stabilisieren und deswegen war es wichtig, dass auch die Europäische Union gesagt hat, wenn ihr die Bedingungen erfüllt, seid ihr als Mitglieder herzlich willkommen. Das hat dazu geführt, dass die Demokratie, vielleicht mit der Ausnahme Ungarns, in den Staaten Ostmitteleuropas heute sehr viel stabiler ist als je zuvor. Das war ein Stück Stabilisierungspolitik und auch Befriedungspolitik, das man nicht unterschätzen darf. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die neuen Demokratien nur von ganz kurzer Dauer. Sehr bald traten rechtsautoritäre Systeme an ihre Stelle. Es gab in den 30er Jahren nur noch zwei Staaten in dieser Zwischenzone, nämlich Finnland und die Tschechoslowakei, die Demokratien waren. Und das ist eine Lektion, die die westlichen Demokratien gelernt haben. Aber der Unterschied zwischen den Staaten, die der EU und dem Atlantischen Bündnis angehören auf der einen Seite und Georgien und
der Ukraine auf der anderen Seite ist evident. Und das Respektieren russischer Sicherheitsinteressen, das war allen deutschen und allen französischen und vielen anderen westlichen Regierungen durchweg geläufig, deutlicher bewusst jedenfalls als der amerikanischen Administration unter George W. Bush. Also Sie widersprechen dann denen, die sagen, wenn ein Volk in die EU oder in die NATO will, dann hat es auch das Recht dazu, wenn das sozusagen dieser Wille demokratisch zustande kommt. Wir machen es nach Ihrer Logik erstmal auch von unseren, ich sag mal westlichen Interessen abhängig, ob wir sie dann aufnehmen wollen oder ob wir meinen, insgesamt ist die Sicherheit dadurch eher destabilisiert als stabilisiert, wenn wir sie aufnehmen. Es gibt das Recht. Verstehe ich Sie da richtig? Es gibt das Recht von Staaten wie der Ukraine und Georgien, die Forderung zu stellen. Die können sich auch berufen auf die Schlussakte von Helsinki von 1975, wo das Prinzip der freien Entscheidung über das Bündnissystem niedergelegt ist. Ja, soweit gibt es dieses Recht, aber das Atlantische Bündnis ist nicht verpflichtet, Staaten aufzunehmen. Da spielen übergeordnete Interessen eine Rolle, aber auch jeweils die Beurteilung der demokratischen Verhältnisse im Bewerberland und die Rücksicht auf die Sicherheitsinteressen Dritter, in diesem Falle Russland, spielt in den Erwägungen der Mitgliedstaaten des Atlantischen Bündnisses eine wichtige Rolle. Und was die EU angeht, das ist ja nun eine ganz andere Ebene, da gibt es die Kopenhagener Beitrittskriterien. Die sind ziemlich strikt und die Ukraine ist weit davon entfernt, zu diesem Zeitpunkt diese Kriterien zu erfüllen. Aber die EU muss auch nicht sagen, nie und nimmer. Sie sollte sagen, wenn die Bedingungen erfüllt sind, sprechen wir darüber. Aber wie gesagt, dieser Zeitpunkt liegt einstweilen in weiter Ferne. Eine andere Frage ist natürlich unabhängig jetzt von der Erfüllung der Kriterien. Das könnte ja theoretisch immer weiter nach Osten gehen. Ja, und immer mehr erfüllen die Kriterien. Es kann ja ein System auch an Überdehnung zugrunde gehen und die innere Kohäsion verlieren oder die innere Integration gefährden. Wir werden ja jetzt schon, weiß ich, mit manchen Entwicklungen in den Balkanstaaten nicht wirklich fertig. Also siehe Korruptionsbekämpfung. Also Ungarn haben Sie erwähnt als anderen schwierigen Fall, aber auch Bulgarien, Rumänien. Dann reden wir immer noch über Beitritt der Türkei. Ich komme gleich auf die Türkei zurück. Ich wollte nur noch im Hinblick auf die Ukraine sagen, die Situation im Augenblick ist die, wir haben es nicht neutral gesprochen mit zwei Konfliktparteien zu tun, sondern mit einer Situation, wo ein Land auf dem Territorium eines anderen Landes eine aggressive Expansionspolitik betreibt. Und das kann uns moralisch nicht kalt lassen, das kann uns auch politisch nicht in die Position der Neutralität bringen, sondern wir müssen klar sagen, es gibt, wenn sich die Ukraine an demokratischen Maßstäben ausrichtet und in westlicher Richtung entwickelt, auch eine Pflicht zur moralischen und politischen Unterstützung mit den jeweils angemessenen Mitteln. Und daran möchte ich in Sachen Ukraine keinen Zweifel aufkommen lassen. Das ist auch deswegen notwendig, damit klar ist, dass wir auch gegenüber unseren ostmitteleuropäischen Nachbarn unsere Versprechungen ernst meinen. Was die Perspektiven der EU-Erweiterung angeht, so habe ich, glaube ich, als einer der ersten sehr nachdrücklich den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei widersprochen. Ich habe im November 2002 in einem Artikel in der Zeit den Begriff der privilegierten Partnerschaft geprägt, weil ich schon damals haben Sie das der Bundeskanzlerin wäre realistischer suggeriert, ja? Ich habe das jedenfalls in die Diskussion eingeführt mit dem Ergebnis, dass das nicht von der Partei übernommen wurde, der ich seit 1962 angehöre, der SPD. SPD, sondern von den Unionsparteien und von der französischen Präsidialpartei. Aber der Begriff beschreibt, glaube ich, das, was sehr viel realistischer wäre, eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei, aber gleichzeitig die Anerkennung der Tatsache, dass da zwei politische Kulturen aufeinanderstoßen und dass die Türkei zu keiner Zeit daran gedacht hat, innerhalb einer politischen Union Hoheitsrechte mit anderen gemeinsam auszuüben oder auf supranationale Einrichtungen zu übertragen. Und damit würde die EU bei einer Aufnahme der Türkei ohne Erfüllung der Kopenhagener Beitrittskriterien sich zurückverwandeln in eine Freihandelszone, aber den
Traum von der politischen Union müsste sie aufgeben. Sehr schwierig ist die Lage auf dem Balkan, wo es einerseits um Stabilisierungsinteressen geht. Und wir wollen ja auch nicht, dass andere in die Bresche springen, aber weder Amerikaner noch Russen. Aber mit Blick auf Serbien kann ich nur feststellen, die Verhältnisse, die sind nicht so, dass ein Beitritt zur EU absehbar wäre. Das gilt in Hinsicht auf den Komplex Korruption, organisiertes Verbrechen, fehlende Rechtsstaatlichkeit, fehlende Unabhängigkeit der Justiz und so weiter. Und dasselbe gilt mit Blick auf Montenegro, das gilt mit Blick auf Albanien, erst recht auf das Kosovo. Also da sind ungeheure Aufgaben zu bewältigen, bevor diese Staaten in die Nähe einer Beitrittsreife gelangen. Da darf man sich keine Illusionen machen. Schon Bulgarien und Rumänien wurden zu einem Zeitpunkt aufgenommen, als sie die Beitrittskriterien noch nicht erfüllten. Die Folge sind dann die Rügen der Europäischen Kommission in den Fortschrittsberichten. Auch im Hinblick auf Kroatien liegt in Sachen Demokratie sehr vieles im Argen, Wirtschaftsreformen ebenso. Also die EU ist in der Erweiterung sehr viel weiter gegangen als in der Vertiefung und muss daraus die Konsequenz ziehen, so wie bisher können wir uns nicht weiter erweitern. Wir müssen darauf achten, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Und zu den Voraussetzungen gehört die Achtung der politischen Kultur der Demokratie. Und da wäre es wichtig, sich auch klarzumachen, dass Staaten nach ihrem Beitritt die Erwartungen nicht erfüllen, die sie eigentlich zu erfüllen versprochen haben. Nehmen wir den Fall Ungarn. Das, was sich unter Viktor Orban abspielt, ist eine Abweichung von den Grundnormen der liberalen Demokratie. Und die lehnt Orban ja ganz explizit ab. Aber es gibt keine andere Demokratie als die liberale. Und man wird Orban sehr deutlich machen müssen, auch seitens seiner Parteifamilie, der Europäischen Volkspartei, dass er dabei ist, alles in Frage zu stellen, worauf sich die EU festgelegt hat. Und das kann man ihm nicht durchgehen lassen. Ebenso wenig wie Sozialdemokraten es dem rumänischen Ministerpräsidenten Viktor Ponta durchgehen lassen können, wenn er die Rechtsstaatlichkeit, die Gewaltenteilung fundamental in Frage stellt. Da dürfen die beiden Parteifamilien nicht nach dem Motto handeln, haust du meinen Viktor, hau ich deinen Viktor. Sondern dann müssen sie ihre Klientel zur Ordnung rufen. Dann müssen sie ihren quasi Statthaltern in diesen Ländern deutlich machen, so geht es nicht weiter. Und wenn ihr abweicht von dem, worauf ihr euch festgelegt habt, dann gehört ihr nicht mehr zu uns. Da Sie Ihre Partei ansprechen, also Gerhard Schröder, dem man immer noch ein Wort über Putin gebetsmühlenartig hinreibt, aber Helmut Schmidt, auf der anderen Seite Horst Teltschik, aber auch Kissinger, sind, ohne dass Sie das alles leugnen, was Sie gesagt haben, nochmal in Bezug auf Putin, trotzdem der Meinung, dass wir es haben in der ganzen Zeit, Sie haben das ja erklärt, die Osterweiterung hat unter, dass wir sozusagen in der Begleitmusik uns gegenüber Russland die kalte Schulter gezeigt haben. Die Amerikaner haben ganz dezidiert die russische Schwäche genutzt und Putin hat ein Ziel, er will wieder auf Augenhöhe und der wird nicht Ruhe geben, bis er das erreicht hat oder auch ein Nachfolger, weil offenkundig ein großer Teil der russischen Eliten so denkt. Ja, wir wissen, seit dem April 2005, spätestens seit diesem Datum, seit einer Rede Putins in der Duma, dass er in der Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts sieht. Eine bemerkenswerte und eine bemerkenswert anfechtbare Feststellung. Wie auch immer. Es ist das eine, die Motive Putins zu rekonstruieren und sich klarzumachen, aus welchen Motiven er handelt. Und diese Motivforschung muss natürlich jede westliche Demokratie anstellen. Aber auf einem anderen Blatt steht die Konsequenz, die sich aus solchen Aufrufen ergibt, wie diesem Manifest der 60+, auf das Sie eben angespielt haben. Ich glaube, viele der Unterzeichner haben sich nicht klar gemacht, wie das, was sie dort propagieren,
bei unseren engsten ostmitteleuropäischen Verbündeten ankommt. Wenn man in Polen solche Aufrufe zu deutsch-russischen Sonderbeziehungen liest, wie sie in diesem Manifest der 60 plus enthalten sind, dann denkt man an ganz andere historische Ereignisse. Es gibt eine Art der nicht zur Kenntnisnahme des neuen Europa, des Europa der Erweiterungsrunde von 2004, die dazu führt, dass der Zusammenhalt der Europäischen Union und des Atlantischen Bündnisses in Frage gestellt wird. Und genau diese Gefahr sehe ich im Zusammenhang mit deutschen Aufrufen, doch mehr Verständnis für Putin zu haben. Für eine Aggression, wie sie im Augenblick Russland in der Ukraine verübt, kann ich kein Verständnis haben. Nein, aber vielleicht danach, dass Russland trotz allem Weltmacht auf Augenhöhe sein möchte. Es ist ja eine riesige Macht, es hat Atomwaffen ohne Ende und es ist der einzige Ordnungsfaktor, denn wenn das auseinanderfällt, was ist denn dann? Also muss man nicht beides haben. Also das Verständnis natürlich für die Osteuropäer, aber trotzdem auch noch im Anblick der russischen Geschichte vielleicht auch sagen, lassen wir Putin mal beiseite, aber dass ein Teil der Eliten so empfindet, dass diese Propaganda wirkt, da muss man sich doch mal fragen, warum eigentlich? Ich glaube, man muss weder der deutschen noch der französischen Regierung noch der derzeitigen amerikanischen Regierung sagen, dass es auch legitime russische Interessen gibt, aber das sind bestimmt nicht die, die Russland meint, in der Ukraine geltend machen zu können. Im Übrigen war es sicher eine der weniger durchdachten Äußerungen, um es mit Understatement zu sagen, als Obama Russland als Regionalmacht bezeichnet hat. Also Russland ist eine Großmacht, bei der man unterscheiden muss, was sind legitime Sicherheitsinteressen und was sind eingebildete oder angemaßte Rechte. Und es gibt keinen Anspruch einer Großmacht auf Einflusssphären auf Kosten Dritter unter Beschränkung der Souveränität unabhängiger Staaten. Und das ist der Sachverhalt, um den es im Zusammenhang mit der Ukraine geht. Ja. Hat Deutschland eine besondere Rolle in den Bemühungen, sozusagen einen Ausgleich zwischen den eigenen europäischen und atlantischen Interessen und den russischen zu finden, ohne dass es in eine alte Sonderrolle zurückfällt? Ich glaube, der entscheidende Gesichtspunkt der Berliner Politik ist von Beginn der Ukraine-Krise an gewesen, die Europäische Union und das Atlantische Bündnis zusammenzuhalten. Und das heißt, dass wir im ständigen Dialog mit allen Partnern, vor allem denen, die sich besonders bedroht fühlen, aber auch denen, die besonders auf die Bremse drücken, dass wir im Dialog mit allen Partnern auf eine gemeinsame Linie der Vernunft uns vereinigen. Und das ist geschehen. Das ist geschehen beim NATO-Gipfel in Wales im September letzten Jahres. Es ist geschehen bei den Gipfeltreffen der Europäischen Union. Und ich denke, es ist ein Verdienst der Bundesregierung, dass sie in großer Geschlossenheit diese Linie vertreten hat und dabei immer darauf geachtet hat, nicht im Alleingang zu agieren, sondern zusammen mit anderen, sei es im Rahmen des Weimarer Dreiecks oder wie jetzt im Normandie-Format, zusammen mit Frankreich. Jeder Anschein einer deutschen Suprematie oder Hegemonie wäre für Deutschland fatal. Deswegen die enge Abstimmung mit unseren Verbündeten. Und wir dürfen eines nicht vergessen, wir leben in einer Wertegemeinschaft mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Partnern des Atlantischen Bündnisses. Aber die Wertegemeinschaft mit Russland ist ein Projekt, das längst noch nicht verwirklicht ist. Der Westen hat bei der Unterzeichnung der Charta von Paris im November 1990 geglaubt, es sei nur eine Frage kurzer Zeitabläufe, bis ein trikontinentaler Friedensraum von Vancouver bis Wladiwostok Wirklichkeit werden würde. Die russische Politik hat uns da eines anderen belehrt. Wir müssen uns heute wieder fragen, wie kommen wir zu friedlicher Koexistenz mit einem so anders gearteten Regime wie dem Putins, aber von einer Wertegemeinschaft
können wir leider im Unterschied zu den Erwartungen vor einem Vierteljahrhundert heute nicht sprechen, wenn es um Russland geht. Nun gibt es ja auch Skeptiker, die sich fragen, besteht denn auf Dauer die Wertegemeinschaft mit den Amerikanern so weiter? Mit Russland können wir noch nicht davon sprechen. Wenn man an NSA und andere Praktiken denkt, aber auch andere Entwicklungen in den USA, könnte man ja auch die Frage stellen, wie lange noch? Also driftet der Westen auseinander? Und der andere Punkt ist natürlich, wie attraktiv ist das Modell, wenn man jetzt an die Entwicklung etwa im Islam denkt, also an islamistischen Terrorismus, sowohl in Europa und USA, aber vor allem doch im Nahen Osten selbst. Da gewinnt man ja nicht den Eindruck, gerade dort, wo westliche Ideen zunächst greifen, nämlich arabische Revolutionen, ist das dann Ergebnis bis auf Tunesien ja eher so, dass man sich fragt, ist es nicht hinterher schlimmer als vorher? Also hat der Westen einfach nicht die Fähigkeit, diese anderen Kulturen sehr schnell, wie es ja eigentlich gehen muss, wir ja selbst haben ewig lange gebraucht, aber dort soll es dann ganz schnell gehen, wegen der Gefährdung, der Explosivität der Lage, die wirklich zu überzeugen. Haben wir das irgendwie verspielt, verloren, fangen wir das falsch an? Also zunächst einmal zum Verhältnis Europa-Amerika. Die transatlantische Gemeinschaft ist immer auch eine Streitkultur gewesen. Wenn wir mit den Amerikanern über grundsätzliche Fragen streiten, dann handelt es sich fast immer um unterschiedliche Auslegungen gemeinsamer Werte. Man denke an die Todesstrafe, man denke an das Verhältnis von Politik und Religion oder die soziale Verantwortung des Staates. Da haben Amerika und Europa sehr unterschiedliche Positionen und dennoch gibt es gemeinsame Werte, auf die wir uns berufen und die dann immer wieder auch den Dialog möglich, aber auch notwendig machen. Das sieht mit Blick auf islamische Kulturen anders aus. Und dann sind wir wieder bei einer der Fragen, die grundlegend sind für eine vergleichende Betrachtung des Westens. Der Westen unterscheidet von jeher zwischen den Sphären von Gott und Kaiser. Also entsprechend dem berühmten Wort von Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Also die Trennung von irdischen und göttlichen Gesetzen ist grundlegend geworden für die westliche Tradition der Gewaltenteilung. Eine ähnlich klare Aussage gibt es im Koran nicht. Und das ist in gewisser Weise die tiefere Ursache dafür, dass die meisten Freiheitsbewegungen oder sagen wir Emanzipationsbewegungen des arabischen Frühlings gescheitert sind. Die Islamisten haben sich geweigert, die Rechte der Opposition anzuerkennen, wenn sie an die Macht kam. Kompromiss gilt als Zeichen der Schwäche und nicht als Unterpfand einer demokratischen Kultur. Die einzige Ausnahme ist Tunesien, wo es bisher gelungen ist, einen solchen Kompromiss oder eine Kompromisskultur zu entwickeln. Wir wissen nicht, wie die Entwicklung weitergeht, aber bisher ist das ein Beispiel, das zeigt, dass bei einer gewissen Reife auch in islamischen Gesellschaften Demokratie möglich werden könnte. Die Anziehungskraft der westlichen Werte in Gestalt der Menschenrechte und des Rechtsstaats, die scheint mir bis heute ungebrochen zu sein. Ja, aber gerade dieses berühmte Jesuswort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, also mit den beiden Seiten der Münze, aber gebt Gott, was Gottes ist, das bezeichnet ja doch einen gravierenden Unterschied, weil Jesus ja schon sozusagen auftrat in einem existierenden Weltreich, im römischen Weltreich. Das Reich war schon da. Also die Christen mussten es eigentlich subversiv erobern bis zur konstantinischen Wende. Mohammed war auch und von Anfang an Krieger. Es ist ja nicht nur der Koran, es ist von Anfang an die Tradition. Bei den Christen kann man vorwerfen, dass man sie ihre eigenen Ideen verraten haben. Beim Koran ist es nicht so sicher, auch wenn wir immer sagen, das ist gar nicht der wahre Islam. Aber die Belegstellen finden sich doch in sehr viel größerer Härte und Deutlichkeit, die zumindest dem Anschein nach das Vorgehen von islamischen Killern zu rechtfertigen scheint. Ich bleibe insofern Optimist, als es sehr viele Muslime gibt, die diese Unterscheidung heute mitvollziehen würden. Aber das setzt natürlich die Bereitschaft auch zur Reformation, zur Reform des Islam voraus. Und die Voraussetzungen sind dafür in Europa jedenfalls sehr viel bessere als in Nordafrika oder im Nahen Osten. Die Muslime in Deutschland, wenn man sie nach der Ordnung des Grundgesetzes fragt, die sagen, dass dieser
religiöse Pluralismus ihnen sehr zusagt. Und deswegen darf man nicht nivellierend und pauschalierend von einer Demokratieunfähigkeit des Islam sprechen. Aber Entwicklungsprozesse sind da in der Tat notwendig und die sind in Europa weiter gediehen als in der Umgebung Europas, in Nordafrika oder im Nahen und Mittleren Osten. Sie haben als Ausgangspunkt sozusagen, also nicht als Ausgangspunkt, aber als entscheidenden Turning Point und mit entscheidender Schubkraft die amerikanische und die französische Revolution erwähnt. Das sind ja nun Produkte der Aufklärung. Man hat auch kritisch angemerkt zu Ihren Büchern, dass Sie sich sozusagen da ganz auf die politische Seite konzentrieren. Also aus der Aufklärung ist auch Naturwissenschaft, Technologie und Technik bis hin zu den heutigen Massenvernichtungswaffen großen Stils, bis hin zum Computer und damit aber auch zum Turbo-Finanzkapitalismus, wenn man so will, also zu ganz neuen Gefährdungen. Ist die Aufklärung, die eigentlich zur Herrschaft der Vernunft führen soll, in ihren Konsequenzen nicht von vornherein immer ambivalent? Und hat sie nicht immer eine Schattenseite, die einen auch das Fürchten lehren kann? Die Aufklärung hat auch den Nationalismus nicht nur ermöglicht, sondern mit hervorgebracht. In der Französischen Revolution können wir das sehr rasch beobachten. Der Nationalismus soll in gewisser Weise an die Stelle treten, die entthronte Kirche vorher inne hatte, als die Nation als Rechtfertigungs- und Legitimationsinstanz des modernen Menschen. Aber das kann eben sehr rasch auch hinführen zu einer Abwehr des vermeintlich Fremden, zu einer Verabsolutierung nationaler Interessen, zu einer Zurückdrängung der universalen Werte, auf die sich beide Revolutionen, die amerikanische wie die französische, berufen haben. Ja, diese Ambivalenz der Aufklärung ist ein Teil der Selbstaufklärung, die westliche Gesellschaften seit der Aufklärung betreiben müssen, um nicht sich in der eigenen Falle zu verfangen. Wir haben in Deutschland im 19. und im frühen 20. Jahrhundert den Fall eines Landes, das die Aufklärung mit hervorgebracht hat, sich aber zugleich den politischen Konsequenzen der Aufklärung in Gestalt der Menschenrechte, in der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie verweigert hat. Nicht der Idee des Rechtsstaats, die war ziemlich unkontrovers, auch bei Konservativen, aber der Erste Weltkrieg ist von deutschen Kriegsideologen noch geführt worden im Zeichen der Ideen von 1914. Ordnung, Zucht, Innerlichkeit, ja, Kultur gegen Zivilisation, Thomas Mann. Ja, klar. Kultur gegen Zivilisation. Man hat in der Weimarer Republik seitens der Rechten die Demokratie als eine Staatsform der Siegermächte, als Produkt der Niederlage, als undeutsches System diffamiert. Die Auflehnung gegen die politischen Ideen der Aufklärung, die politischen Ideen des Westens, war der Nationalsozialismus. Und erst danach begann im Westen Deutschlands jener Prozess, den Jürgen Habermas im Rückblick 1986 auf die Formel gebracht hat, die vorbehaltlose Öffnung der Bundesrepublik gegenüber der politischen Kultur des Westens ist die intellektuelle Leistung unserer Nachkriegszeit, auf die gerade meine Generation stolz sein könnte. In gewisser Weise hat er damit eine posthume Adenauerische Linke geschaffen. Aber ich denke, das ist in der Tat eine Entwicklung, hinter die wir nicht zurückfallen dürfen. Ist Heinrich August Winkler ein unverbesserlicher Aufklärer und Optimist? Ich komme aus Königsberg. Vielleicht liegt es daran, dass ich gerne im Sinne Kants argumentiere. Wenn man fatalistisch sich mit der Schlechtigkeit der Welt abfindet, dann wird sich nichts ändern. Wenn man Dinge zum Besseren wenden will, muss man dies auch für möglich halten. Und im Sinne Kants ist es dann, glaube ich, auch notwendig zu argumentieren, dass ein gewisses Maß an Optimismus sittliche Pflicht sein kann. In diesem Sinne glaube ich an die Zukunft des Projekts der Menschenrechte. Und solange diese Menschenrechte nicht weltweit gelten, im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom Dezember 1948, solange ist das normative Projekt des Westens ein unvollendetes Projekt.
Meine Damen und Herren, das war eine Begegnung mit Heinrich August Winkler. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, Herr Voss.